Claudio Pizarro ist zurück an der Weser. Gestern im Testspiel gegen Venlo feierte er sein Comeback, zeigte dort auch schon eine ganz ordentliche Leistung. Jetzt wird er gleich vorgestellt und wird mal verraten, was er mit Werder in der kommenden Saison so vorhat. Ich vermisse Bremen immer. Es ist eine charmante Stadt und ich habe viele Freunde hier. Natürlich auch die Stimmung hier im Stadion ist sehr schön. Und wenn die Fans mich jubeln, das ist auch etwas Besonderes. Das vielleicht werde ich vermissen, wenn ich nicht mehr da bin. 14 war nicht da, 24 war auch nicht da, 10 war auch nicht da, 39 war auch nicht da, 40 auch nicht da. So, da habe ich die 4 genommen. Vierte Mal hier. Ich natürlich versuchte, eine gute Saison zu machen. Eigentlich fit zu werden, so schnell wie möglich, ohne Verletzen. Und wir hoffen, dass das können wir natürlich europäische Spiele wieder so erreichen. Meine Aufgabe natürlich zuerst ist die sportliche Sache. Ich will versuchen natürlich Tore zu machen und wenn ich spielen kann, auch ein gutes Spiel zu liefern. Auf die andere sportliche bereit, vielleicht mit den Jungs zu helfen, ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Ja, klar. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig für den. Wenn ich Junge war, auch die erfahrenen Spieler sind zu mir gekommen, haben mir gesagt, was ich habe falsch gemacht, wie kann ich das verbessern und so weiter. Und das hat mir weiter gebracht. Und ich hoffe, das kann ich auch für die Jungs das machen. So, die Vorstellungsrunde ist vorbei. Man hatte das Gefühl, Claudio Pizarro fühlt sich an seiner alten Wirkungsstätte schon wieder pudelwohl. Er ist noch nicht ganz bei 100%, hat aber versprochen, dass er zum Saisonauftakt topfit sein wird. Ihm ist natürlich klar, dass er hier nicht jedes Spiel von Anfang an machen wird. Das ist auch mit dem Trainer Kofeld so abgesprochen und für Pizarro auch völlig in Ordnung. Seine Aufgabe wird auch sein, Josh Sargent und Johannes Eggestein an die Hand zu nehmen und ihnen ein paar Tipps zu geben. Ich meine, davon hat er ja einige parat durch seine langjährige Karriere. Und er will einfach Spaß haben in Bremen und freut sich auf seine Aufgabe. Die Fans können sich also auf eine spannende Werder-Saison freuen.